Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 21. Januar 2022. Etwas vom Beeindruckendsten, etwas vom Faszinierendsten an der Schweiz ist ihre Kultur des Ausgleichs. Ich glaube, das ist weltweit einzigartig. In der Schweiz sind die politischen Konflikte, auch die sozialen Konflikte, nie bis an den Punkt, an den Siedepunkt des totalen revolutionären Overkills geführt worden. Wir haben eine Kultur des Ausgleichs, der Balance, der Nichtdemütigung in unserem Land ausgeprägt im Verlauf der Geschichte. Woher das kommt, da kann man mutmaßen, das hat mit der Kleinräumigkeit zu tun, das hat mit der Nähe zu tun, mit der Vielsprachigkeit. Und diese Kultur des Ausgleichs, der Nichtdemütigung des politischen Gegners, vor allem auch des Verlierers politischer Auseinandersetzungen, diese Kultur der Nichtdemütigung ist ein bestimmendes Merkmal unserer Schweiz. Und das ist jenes Merkmal, das mich ganz ursprünglich, als ich als junger Journalist angefangen habe, mich verstärkt mit der Schweiz auseinanderzusetzen, ganz besonders fasziniert hat. Das ist sozusagen die Software der Schweiz, die mentalitätsgeschichtliche Software, die Hardware, das sind die Institutionen, direkte Demokratie, Föderalismus, immerwährende bewaffnete Neutralität. Aber darüber hat sich eine Art Kollektivethos, ich will es nicht übertreiben, aber eine Art Kollektivethos, eine Art Kollektivmentalität ausgeprägt, dass man eben sehen kann, dass in der Schweiz der Gegner und vor allem dann der unterlegene Gegner politischer Auseinandersetzungen nicht gedemütigt wurde. Wir sehen das zum Beispiel im Generalstreik vor 100 Jahren, als da die Sozialisten niedergeschlagen wurden von der Schweizer Armee, aber die Schweizer Armee auf einen Triumphzug verzichtet hat auf der Bahnhofstrasse. Man wollte eben die Wunden nicht noch mehr aufreißen. Und am eindrücklichsten ist diese Kultur des Ausgleichs vielleicht inszeniert und künstlerisch dargestellt im Nationalratssaal des Bundeshauses. Das Bundeshaus ist ja gleichsam der Tempel unseres Bundesstaates, 1848 gegründet, nach einem kurzen Bürgerkrieg. Da haben sich die liberalen Kantone, die fortschrittlichen Kantone in Anführungszeichen, die sich modern wähnenden Kantone, Bern, Zürich und andere an der Spitze, haben sich durchgesetzt gegen die Innerschweizer, gegen jene Kantone, die sich gegen den Bundesstaat, gegen den Zentralismus, wie sie gesagt haben, gewehrt haben. Aber sie konnten sich nicht durchsetzen in den militärischen Auseinandersetzungen und der Bundesstaat wurde dann errichtet und das Parlament dieses Bundesstaates tagte schließlich im Bundeshaussaal. Und jetzt eben das Interessante, dieses Bundeshaus ist geschmückt, ist verziert mit Ehrbezeugungen für die Innerschweiz, für die Verlierer dieses Sonderbundskriegs, dieser Bundesstaatsgründung, deren Denkmal bis zu einem gewissen Grad natürlich das Bundeshaus ist, wobei es ist natürlich auch eine Art Arbeitsraum, vor allem ein Arbeitsraum, ich will das nicht überhöhen hier, aber diese hochinteressanten künstlerischen Elemente im Nationalratssaal sind eben genau Ausdruck dieser Kultur des Ausgleichs, der Nichtdemütigung. Sie haben Statuen von Wilhelm Tell, dem Urner Armbrustschützen, dann die Stauffacherin, die Frau hinter den, die starke Frau hinter den Ureidgenossen. Das Gender-Thema, der Feminismus ist der Schweiz gleichsam seit 1291 eingeschrieben und dazwischen dann dieses kolossale Gemälde, wunderschön, vier Waldstättersee, Rütliwiese, über die Sie mittlerweile bestens Bescheid wissen. Das ist ein Denkmal für die Verlierer des Bundesstaats, der Bundesstaatsgründung, für die Verlierer des Sonderbundskriegs, eine Referenz an die alten Kantone, eine Referenz an die Wiege der Eidgenossenschaft. Und das ist die Schweiz, meine Damen und Herren, dieser Ausgleich. Und über alle politischen Auseinandersetzungen hinweg, und in diesem Nationalratssaal gab es heftige Auseinandersetzungen, früher noch viel heftigere als heute, obwohl die Medien und da die überempfindlichen Woke-Politiker darunter leiden, wenn etwas robust diskutiert wird. Heute leben wir in Zeiten, in denen man gar nicht mehr diskutieren möchte. Viele möchten gar nicht mehr diskutieren. Politik als reine Verwaltung, als Technokratie. Aber in diesem Nationalratssaal ist heftig gestritten worden, keine Frage. Aber
Durchweht wird das Ganze von diesem Geist des Ausgleichs, der Nichtdemütigung, hochfaszinierend. Und darüber, meine Damen und Herren, werden wir morgen sprechen in der dritten Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Professor Christoph Mörgeli und ich berichten aus dem Nationalratssaal, aus diesem Epizentrum der parlamentarischen Demokratie, über die bewegte Geschichte des Bundeshauses, über die Sternstunden und Tiefpunkte unseres parlamentarischen Betriebs und eben auch über diese künstlerischen, großartigen Darbietungen, die dort zu sehen sind, die den Parlamentariern richtig vor Augen gehalten werden, wenn sie da im Saal ihre politischen Debatten austragen. Bundesrat Berset: Die Regierung klammert sich an Omikron. Man ist nicht bereit, die Pandemie für beendet zu erklären. Die Maßnahmen bleiben bestehen. Diese unsinnige 2G, Quarantäne und Testregeln, Homeoffice, all diese Dinge, die ihre Berechtigung verloren haben. Denn mit Omikron sind wir in die endemische Phase eingetreten. Die Pandemie ist zu Ende. Wir haben zwar massiv steigende sogenannte Ansteckungszahlen. Die meisten sind symptomfrei. Völlig verrückt, dass da Hunderttausende in der Quarantäne schmoren müssen. Das hat ganz real politische und realwirtschaftliche Auswirkungen. Ich habe kürzlich mit einem Veranstalter, mit einem Kulturveranstalter gesprochen. Da musste jetzt eine Musical-Aufführung gestrichen werden, weil 7 oder 8 Teilnehmer dieses Musicals, der künstlerischen Truppe, positiv getestet worden sind. Keinerlei Symptome. Aber sie müssen zu Hause bleiben. Das Ganze ist weg. Da ist die Wirtschaft wieder vollkommen abgewürgt. Dabei sehen wir, dass die Spitäler, die Todesfallzahlen, die Intensivbettenbelegungen, das geht nach unten, obwohl die sogenannten Ansteckungszahlen, die Testzahlen durchs Dach schießen. Und das zeigt Ihnen beweismäßig, evidenzmäßig, wissenschaftlich fundiert, dass diese Pandemie in ihre sogenannte endemische, man könnte sagen, in ihre Grippephase übergetreten ist. Aber die Schweizer Politik will das nicht zugeben. In Österreich, in Deutschland marschieren sie noch in die Gegenrichtung, fast schon stechschrittmäßig. Unglaublich, was dort jetzt wieder an Schraubendrehungen da zugezogen wird. In Israel das Gegenteil, ein Lockdown-Land, dort steigen sie aus. Großbritannien, dort steigen sie auch aus. Allerdings vermute ich, dass Premierminister Boris Johnson nicht nur medizinische Gründe für diesen Ausstieg da geltend macht, Entschuldigung, sondern irgendwie auch dem Felsblock entkommen möchte, der sich langsam auf sein Haupt senkt aufgrund dieser Party-Affäre während des Lockdowns. Tatsache aber bleibt, dass die Welt sich anschickt, außer China, die sind auch noch im totalen Lockdown, dass sich die Welt anschickt, aus der Pandemie auszusteigen. Und Boris Johnson hat das Richtige gesagt gestern Morgen: Wir müssen da raus, das Leben kehrt zurück. Wir sind jetzt nicht mehr in diesem Freiheitsberaubungsmodus. In der Schweiz zögert der Bundesrat. Und das ist interessant, weil das wirft noch einmal die Frage auf, die ich hier vielleicht zu beantworten versuchen könnte. Das wirft die Frage auf, warum eigentlich die Politik nicht schon von Beginn weg das gemacht hat, was sich heute als der richtige Weg herausgestellt und bestätigt hat, nämlich die Gefährdeten, die Risikopatienten zu schützen und alle anderen in Ruhe ihr Leben führen zu lassen. Lockdowns, das hat nichts gebracht. All diese Quarantäneregeln, ich sage Ihnen auch, die Maskenpflicht bei bei keinen Risikopatienten, all diese Dinge, diese Berau, diese Freiheitseinschränkungen, das hat nichts gebracht. Die Pandemie hat doch ihre eigene Verbreitungslogik gehabt und das Wichtige wäre von Anfang an gewesen, alle Kräfte darauf zu konzentrieren, das Problem zu entschärfen, nämlich
die Gefährlichkeit dieses Virus für die ganz spezifischen Risikogruppen. Aber darüber wollte man nicht reden, man durfte nicht reden, das war politisch nicht korrekt. Also hat man sich in einer Art Solidaritätskollektivismus, da hat man sich dahinter versteckt. Man hat gesagt, nein, wir sitzen alle im gleichen Boot, was nie gestimmt hat. Und so hat man die politischen Maßnahmen ausgerichtet. Ein paar Länder sind weitergegangen, ein paar andere nicht so weit. Die Schweiz gehörte da sicher nicht zu den Schlimmsten, aber auch bei uns meines Erachtens ganz klar eine Unverhältnismäßigkeit, gigantische Kosten. Ich sehe auch in Zürich Restaurants, großartige Restaurants, denen es den Schirm zugemacht hat, nicht weil die schlecht gewirtschaftet hätten, sondern weil einfach die Politik ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Was also ist der Grund, warum die Politiker da mitgemacht haben? Warum so wenig Politiker den Mut gehabt haben zu sagen, Entschuldigung, wir haben eine Pandemie, wir können diese Viren nicht einfangen, wir müssen die Schwächsten schützen, die müssen sich aber auch selber schützen und alle anderen, die haben ein Risiko, das uns vertretbar erscheint. Jeder soll da selber etwas, auch seine Eigenverantwortung wahrnehmen. Warum haben so wenige Politiker, vielleicht gar keiner, das gesagt? Dazu eine Erklärung. Ich glaube nicht, dass das böse Motive sind. Ich glaube auch nicht an eine Verschwörung der Finsterlinge. Es gibt vielleicht eine Verschwörung der Interessen, denn der öffentliche Sektor, der hat profitiert von dieser Pandemie. Mehr Macht, mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Zuständigkeit, ganz klar, auf Kosten des privaten Sektors. Man könnte das eine Verschwörung der Interessen nennen, die Macht, die sich da ausbreitet, oder mit dem Great Reset und Klaus Schwab ausgedrückt, die Gelegenheit gepackt hat, ihre Machtinteressen da stärker zur Geltung zu bringen. Das haben wir sicher gesehen. Aber ich glaube, es ist noch ein viel banaleres, einfacheres Motiv da am Wirken gewesen. Aus Sicht der Politiker wäre es ein zu großes Risiko gewesen, da eine andere Politik einzuschlagen. Denn die Politiker, und das ist hier der ganz entscheidende Befund, und das, glaube ich, sehen jetzt immer mehr Leute, die Politiker, und ich sage das aus eigener Erfahrung, ich erlebe das ja so im Bundeshaus, die Politiker machen nicht das, wovon sie überzeugt sind, dass es das Richtige und das Gute ist. Die Politiker machen vor allem das, wovon sie glauben, dass sie dann gut dastehen in den Medien und in der Öffentlichkeit. Die Politiker denken an ihr Ansehen, an ihr Image, an ihr Prestige. Ich weiß, jetzt werden mir alle widersprechen, und wenn sie ihre Volksvertreter fragen werden, dann sagen die ihnen, das stimmt überhaupt nicht, was Köppel sagt, aber ich sage ihnen, es ist so. Es geht darum, die eigene Tugendhaftigkeit darzustellen, den Gutmenschen zu spielen, sich da als moralisch besonders vorbildlich zu inszenieren, völlig unabhängig davon, ob die Maßnahmen, die man trifft, die Politik, die man macht, tatsächlich das Gute herbeiführen wird. Nein, die Politiker wollen einfach das Risiko nicht eingehen, kritisiert zu werden oder irgendetwas Unangenehmes den Leuten erklären zu müssen. Und ihre Angst ist da vor allem vor den Medien. Die Medien sind natürlich da voll auch drauf, auf diesem Moralismus, auf diesem Tun als ob, auf diesem Gutscheinen müssen. Und die, viele Politiker haben einfach nicht die Kraft, hier gegen die Moralwelle, gegen die Moral-Tsunami-Welle der Medien mit Zivilcourage hinzustehen, zu sagen, Entschuldigung, wir haben eine neuartige Viruserkrankung, wir können diese Viren nicht einfangen. Es ist, die gute Nachricht ist, dass da bestimmte Risikogruppen dutzende Male viel stärker bedroht sind. Wir konzentrieren uns darauf, die zu schützen, auch die Infrastrukturen entsprechend auszurichten. Aber alle anderen, die können ihr Leben weiterführen. Es hat überhaupt keinen Sinn, Schulen zu schließen oder heute Schüler in die Quarantäne zu schicken. Das ist doch vollkommen verrückt. Aber die Politiker machen das, einfach weil sie gut dastehen wollen. Und schauen Sie mal, was mit den Schweden passiert ist, als sie einen anderen Weg gegangen sind. Da hat die ganze Welt, aber die ganzen Medien der Welt haben also mit ihrer ganz großen Artillerie haben auf diese Schweden geschossen. Und heute reibt man sich die Augen und stellt fest, dass die Schweden besser dastehen als die Österreicher mit ihrer drakonischen, nach wie vor anhaltenden Lockdown- und Impfpflichtpolitik. Impfpflicht, auch so ein Unsinn. Was bringt es, wenn Sie als junger Mensch ohne Risiko diese Erkrankung durchmachen können, um dann eine natürliche Immunität zu erwerben? Warum muss ich da die Impfkonzerne und die Pharmakonzerne reich machen? Wieso sind die Ärzte auch nicht hingestanden und haben gesagt, Entschuldigung, Sie haben da ein kleineres Risiko? Man hat sich geweigert, über die Realität zu sprechen, aus Angst,
davor in die Kritik zu geraten. Das ist die Story hier, meine Damen und Herren. Politiker sind vor allem vom Wunsch beseelt, gut dazustehen, gut zu wirken, gut zu scheinen, aber eben nicht zwingend das Gute zu tun. Denn wer das Gute tut, der muss dann unter Umständen ganz bös unten durch. Das haben wir immer wieder gesehen in der Geschichte. Die erfreuliche Nachricht besteht darin, dass immer mehr Leute das eben merken und realisieren. Omikron, Corona ist ja nur ein Thema. Nehmen Sie das Thema Klima. Es reicht ja heute schon, wenn Sie als Politiker irgendwie auf einem Podest stehen und sagen, ich bin auch gegen den Klimawandel, ich möchte das Klima retten, ich bin für den Umweltschutz, ich will den Planeten vor seinem sicheren Untergang bewahren und deshalb werden die Steuern hochgeschraubt und machen wir diese Gesetze und verbieten wir den Autofahrern mit Benzin- oder Dieselmotoren herumzufahren, dann haben sie den Applaus der Medien auf sich, obwohl das dem Klima, obwohl das der Umwelt null bringt. Völlig absurd ist, denn seit diese Klimamaßnahmen gemacht werden, haben wir noch nie so viel fossile Brennstoffe verbrennt wie jetzt. Gegenteilige, unbeabsichtigte Konsequenzen, aber eben, es geht einfach darum, gut dazustehen, gut zu scheinen. Nehmen Sie die Migrationsthematik. Da finden Sie auch keinen Politiker, der hinsteht und sagt, so, wir müssen das stoppen. Geht doch nicht, dass da diese Völkerschaften übers Mittelmeer das Asylrecht bei uns missbrauchen und nach Europa kommen. Das muss man zurückbinden. Dann gibt es Kritik in den Medien. Sie sind ein Ausländerhasser. Und dann knicken die ein, die schmelzen weg. Und wenn man sagt, nein, ich bin auch für die Solidarität, wir müssen diesen armen Menschen helfen, dann hat man die eigene Tugendhaftigkeit wieder so wunderbar inszeniert, ohne irgendetwas gemacht zu haben. Das ist irgendwo auch zynisch, oberflächlich. Für mich ist das ein Missbrauch unserer Werte, zum Beispiel Solidarität oder Gesundheit, Einsatz für die Gesundheit, Solidarität mit den Schwachen. Ja, man missbraucht das, um sich selber gut hinzustellen über andere hinweg. Das ist die Story hier dahinter. Dann Joe Biden, der amerikanische Präsident, wir beobachten eine Kernschmelze. Das Ansehen, die Autorität dieses Trump-Nachfolgers schmilzt schneller als der Schnee in der Sonne. Und das Bemerkenswerte ist, dass Biden ja mit großartigen Werten angefangen hat, hatte tolle Beliebtheitswerte. Trump hat ihm Impfstoffe ausgehändigt, eine Impfinfrastruktur, die ein Frieden in Nahost, Friedensschlüsse da zwischen den Arabern und den Israeli. Dann eine Wirtschaft, die nach dem künstlich verursachten Koma wieder am Zurückspringen im Begriff war. Und aus diesen guten Voraussetzungen hat Biden nichts gemacht. Er hat das ins Gegenteil verkehrt. Nehmen Sie die Wirtschaft, das liegt am Boden und der schüttet noch Benzin ins Feuer der Inflation. Da sind x-tausend Jobs, Millionen Jobs noch nicht zurückgekommen, obwohl die Amerikaner ja im Grunde ihre Wirtschaft wieder nach oben bringen könnten. Dann das Debakel in Afghanistan, Außenpolitik, eine größere Schwäche hat man noch gar nie gesehen. Biden also wirklich mit in den Unterhosen. Und das verstehen Sie ja, was das auslöst. Unter Trump waren die Chinesen und die Russen, die haben sich nicht getraut, da irgendwelche außenpolitischen Abenteuer zu wagen. Jetzt haben wir unglaubliche mottende Konflikte überall im Nahen Osten. Wir haben die Situation in der Ukraine. Das ist alles eine Folge dieser Schwäche eines Präsidenten, der von seinem Teleprompter geführt wird. Und wir fragen uns, wer führt den Teleprompter dieses Präsidenten? Also Nahost ist nicht in Ordnung. China, Afghanistan, das totale Debakel. Die haben im Grunde ein Land, das während 20 Jahren verteidigt wurde, unter Opfern verteidigt wurde, haben sie einfach dem Feind ausgehändigt. Über Nacht, aber nicht nur das. Man hat auch tonnenweise Militärmaterial dort zurückgelassen. So etwas hat es noch gar nie gegeben. Das ist schlimmer als das Debakel in Saigon im Vietnamkrieg, als die Amerikaner Hals über Kopf da über das Botschaftsdach sich aus dem Staub machen muss. Da haben sie nicht riesige Gerätschaften und modernste Waffentechnik zurückgelassen. Also die Inkompetenz dieses Präsidenten, der sozusagen als Vorzeigefigur einer sehr linksradikalen Partei installiert wurde, diese Unzulänglichkeit, die wird immer mehr Leuten bewusst. Und das ist auch wieder eine gute Nachricht. Das gehört für mich eben zum Thema Augen öffnen. Die Leute merken es jetzt, es kommen schwierigere Zeiten auf uns zu. Da und dort bröselt und bröckelt es. Und deshalb ist das Ganze
in dem Sinn auch eine gute Nachricht bei aller Tragik und Schlechtigkeit, die davon letztlich ausgeht. Aber da merkt es wirklich der Hinterste und der Letzte, dass es da nicht gut kommt. Und die Demokraten sind ja auch selber verzweifelt. Die Vizepräsidentin fast noch unbeliebter als Joe Biden. Es gibt auch schon Absatzbewegungen, offene Kritik aus der Demokratischen Partei. Für mich ist das der Anfang einer Reform, vielleicht der Anfang einer Vernünftigwerdung der Demokratischen Partei, die sich lösen muss von diesen völlig übertriebenen moralistischen politischen Positionen, diese Woke Culture, diese Political Correctness, diese ganzen Gesinnungspolitik, die total den Bezug verloren hat zur Lebenswirklichkeit der Leute. Das ist ja das, was Sarah Wagenknecht, die Deutsche Linke, in ihrem Bestseller, den wir in der Weltwoche ja Ihnen schon sehr früh vorgestellt haben, in einer Titelgeschichte, die Selbstgerechten, die hat das ja dargestellt, wie sich die Linke hier vom Leben, von den harten Fakten der Wirklichkeit entfernt hat, davon geträumt in dieses intellektuelle Pseudonirvana, in diese LSD-Wolke von irgendwelchen politischen Ideologien und Illusionen, denen die Leute, wenn dann wirklich wieder wichtige Themen auf die Agenda drängen, die realen Themen, die wirklichen Themen, dann sind die nicht mehr verführbar durch das. Und die Demokraten sind auch lernfähig, aber das Pendel wird jetzt ganz klar in Richtung Republikaner schlagen. Ich glaube nicht, dass Trump im Zuge einer Art Nostalgie-Sehnsucht der Amerikaner noch einmal ins Amt zurückkommen könnte. Ein einmal abgewählter Präsident, das wird sehr, sehr schwierig, aber das spielt auch keine Rolle. Man muss sich ja hier nicht in die Personen hinein verbeißen. Es gibt ja andere gute Leute. Ich habe den Ron DeSantis schon erwähnt. Meine Damen und Herren, ich bin am Schluss der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende und auf keinen Fall verpassen unsere Sendung Meilensteine der Schweizer Geschichte aus dem Bundeshaus in Bern. Wir sehen uns am nächsten Montag. Hoffentlich gut gelaunt wieder.